Na, hier bin ich am Stand mit Tom Torillo von Torillo Basis aus Weimar. Sehr interessante Bässe. Check it out. Na, hier habe ich so ein Jazz-Bass-Modell von Torillo. Mal gucken, wie das klingt. Na, das ist noch ein weiteres spektakuläres Modell, der Onyx. Auch sehr schick. Mit so einer Matt-Finish und eine Multiscale. Mal gucken, wie sich das spielt. Oliver Lang, da ist er. Ja, hallo. Hallo Flori. Ah, wo kommst du her? Aus dem Wald. Aus dem Wald, okay. Der Mann aus dem Wald hat extra coole Instrumente mitgebracht. Sozusagen aus dem Wald, aber zum Glück bleibt er ja. Hier, da haben wir ihn wieder. Den habe ich schon mal in einer anderen Vlog-Folge getestet von der London Bass Guitar Show. Ich glaube, es war ein anderer Bass, aber dieses auch eins der Modelle der Theke. Das ist einfach mal eine wunderbare Theke gewesen. Und den zeige ich euch jetzt, wie der klingt. Hier seht ihr die Bässe von Adamovic, Nikola Adamovic, zufällig fast ein Nachbar von mir, nämlich aus Holland, aus Haarlem, glaube ich. Genau. Und die sind spezialisiert auf ergonomische Instrumente. Und das bedeutet, dass alle Bässe, selbst die Fünfseiter, unter 4 Kilo sind. Sehr erstaunlich. Ich habe ihn noch nicht in den Händen gehabt, aber es interessiert mich sehr. Naja, und für alle Leute, die Rückenprobleme haben oder Schulterprobleme oder so, ist es wahrscheinlich echt das Probieren wert. Wow, tatsächlich sehr leicht. Da ist nichts kopflastig und nichts. Der ist ja wirklich erstaunlich ergonomisch, tatsächlich. Also ich muss sagen, ich habe den jetzt 5 Minuten um und der hängt ja wirklich echt erstaunlich gut am Körper. Man spielt irgendwie total relaxed. Er hängt auch gut auf der Schulter. Und jetzt höre ich noch nicht mal, wie er klingt. Ich habe keinen Kopfhörer auf. Aber er ist nicht kopflastig. Man spielt irgendwie viel freier, viel relaxter. Man legt auch den Arm nicht mehr auf, um zu kompensieren, dass man hier den Bass irgendwie runterdrückt. Nee, irgendwie spielt man total frei. Erstaunlich. Mal hören, wie er klingt. Thank you.
Der Meister in Person, Nikola Adamovic. Ja, Gitarren. Ha, ab und zu findet man was dazwischen. Ein sehr schönes, handgemachtes, aus heimischen Hölzern gemachtes Instrument. Tollen Binding, tolle Verarbeitung. Na, sieht sehr schick aus. In der Nähe von Rostock Florian Hellwig mit Hard Guitars. Ein wunderschöner akustischer Bass, naja, semi-akustisch. Toll. Tolles Instrument. Dankeschön. Na, hier auch tolle Bässe von Stefan Bogart aus Obernburg, 80 Kilometer hier von Mannheim, mit Carbonhälsen. Na, da bin ich mal gespannt. Und LED-Beleuchtung. Und hier ist der Meister in Person, Stefan Bogart. Ja.